Übrigens, sehr lustig finde ich, alle sprechen ihre Heimatsprachen, bis auf ein paar ausgewählte Charaktere, und wir erfahren nicht so richtig warum. Safina zum Beispiel kommt aus Ägypten. Ja. Spricht Englisch, keine Ahnung. Shouyu hat noch nie Mandarin gesprochen. Er spricht immer Japanisch. Ja. Sie lebt auch in Japan zugegeben, aber... Den großen Bösen. Je nachdem, wie sie es auf Japanisch gesagt hat, könnte man spätestens jetzt wissen, dass es alles ein Act ist. Oh, die großen Augen auf. Sure. Ja. Das ist kein sehr glaubwürdiger Buff. Bluff. Sie hat auch nur Tutorials auf YouTube geguckt. Ich hab das Blasted Salami geguckt und... Ich hab mir einfach ein paar Sample-Kombos rausgesucht. Und Güte, Güte! Was für eine Ehre, von Präsident Lee höchstpersönlich begrüßt zu werden. Endo Harubaru Yokoso, Niklas Kriesen. Niklas Kriesen? Hm. Leos Vater. Das ist Leos Vater? Oh. Das ist Leo, mein Aushilfsassistent. Hoch erfreut Leos Vater ist Archäologe. Mein Vater und ich fühlen sich geehrt. Leos Mutter ist tot. Wie wir wissen, denn Emma Kliesen dauern sie in... Ach stimmt, ja genau, es gibt... Oh Gott, das muss ich ja einblenden eigentlich. Ich hoffe, ich denke da dran. Falls nicht, guckt ihr euch unbedingt mal das Intro von Tekken 6 an. Willst du im Sparring gegen mich antreten? Hast du jetzt verpasst. Ja. Fight. Also das ist wirklich... Das war die schönste von Leos Sparausgabe. Willst du im Sparring gegen mich antreten? Aber bei solchen Missionen hätten sie einem ruhig die Wahl lassen können. Was macht es jetzt für einen Unterschied, ob man Leo spielt? Der gewinnt, oder man soll ja den gewinnen. Es ist Sparring. Aber es ist Sparring. Und außerdem, dann hätte man mein Lieblingstrope machen können, egal wer gewinnt, am Ende in der Sequenz danach gewinnt. Gott, dass ich wieder aber meine Teufelskräfte nicht habe. Macht mich fertig. Ja, aber so oft wie Leo hier key-charged, kannst du ihn einfach wegboxen. Brauchst keine... Nichts mehr. Du siehst ja, er hat dabei Armor. Dabei vielleicht, aber eigentlich ist ja der Sinn und Zweck von Keycharging, dass der hinterher nicht blocken kann. Übrigens ein weiteres Kapitel in der ewigen Frage, welche Gender-Identität hat Leo? In diesem Spiel ist einer seiner Post-Match-Quotes "Ich glücklicher!" Wohl in der maskulinen Form. Hast du etwas gemerkt? Aber war das jemals ernsthaft in Frage gestellt vom Spiel selbst? Oder ist das einfach nur, weil er halt so ein feminines Auftreten hat, dass sich die Leute nicht sicher waren? Er ist Eleonore. Ja? Also Eleonore? Und hatte sowohl weibliches als auch männliches... Ich weiß fast gar nichts über Leo, deswegen. Sowohl männliche als auch weibliche Customizing-Optionen. Okay. Und es war... Und Harada hat gesagt, es war ganz bewusst die Idee... Charakterdesign zu designen, den Leute mögen, völlig unabhängig von der Geschlechteridentität. Und okay. Hat sich hier geweigert, irgendein offizielles Statement dazu zu machen. Und jetzt ist es quasi in der Sprache drin? Ja, aber es gab vorher auch schon Bestätigungen in die genau andere Richtung. Also es ist ein weiteres Kapitel in der ewigen... Fließen. Ja. Vielleicht. Ich habe in deinen Fäusten nicht das Verlangen gespürt, zu siegen, zu nehmen oder zu zerstören. Alter, das klingt aber wirklich... Ja, und jetzt macht dir klar, dass die in allen Sprachen so klingen. Ja. Aber ich habe es gespürt. Ich kann es nicht in Worte fassen. Das klingt wirklich wie eine Parodie von Anime Voice-Over. Ein warmes Gefühl, wie frischer bayerischer Apfelstrudel. Es gibt keinen Grund, so zu werden wie Kazuya Mishima. Halte deine tiefsten Wünsche in Ehre. Kaiserschmarrn, Schublattler. Kazamaji, omae ga dou yatte chikara o torimodosu no ka? Gina hat ihn auch gerade so angeguckt. Ich verstehe kein Wort von dem, was er da sagt. Zum Glück spreche ich kein Deutsch. Ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat, aber es klang wie eine Drohung. Ich hau ihm besser aufs Maul. Wie alles in Deutsch.
Kazuya Mishima is sanctioning nations that were defeated during the preliminaries. Hört auf, dass Victor nicht sehr viel sagt. Liegt das daran, dass Victor ein sehr cooler Charakter ist, oder liegt es daran, dass Vincent Cassell sehr teuer ist? Ich hoffe mal, Vincent Cassell spricht überzeugenderes Französisch für Leute, die auch Französisch sprechen, als... Heihachi Mishima hat also gegen den Teufel gekämpft, um genau das zu verhindern. Heihachi Mishima ist tot. However, a man carrying on his bloodline and ambitions is trying to face off against the devil as a human. Lars Alexanderson, le lion de la rébellion. Très bien. Ich glaube mal gehört zu haben. Kann natürlich völlig falsch sein. Aber Vincent Cassell ist, wie viele Leute wissen, die Ocean's 12 geguckt haben, Capoeira-Praktizierer. Und ich glaube mal gehört zu haben, dass Eddie einen Einfluss darauf war, auf seine Entscheidung, das zu lernen. Ich hatte das auch, als er angekündigt wurde, habe ich mal gelesen, dass der irgendeinen Tekken-Bezug hatte, im Sinne von, dass der das auch selber gespielt hat. Bin mir aber nicht 100% sicher. Das ist übrigens meine bevorzugte Trainingsstage und ich mag den Soundtrack sehr. Ich hoffe... Find the main character. Where are they? Enfin que tu puisses me voir triompher en personne. Mais tu sembles bien insatisfaite. Jikayo jetto de muriyari tsurete kitoite. Nani ga tsurete kite agemashita ya? Hm? Non chine tongseung idonga? Itsumo ani ga seo ni nattorimasu. De chau wa. De? Anta wa jin no ouen ka? Wa? Kurol li ga opjana. Asuka spricht kein Koreanisch und kein Französisch. Okay. Sure. Who's that Poker? Ah. Sie haben extra Badass-Vignetten gemacht von den Kämpfern. Shaheen! Hurra gemacht. King is Arthur. Shimizu! Koba! Oh, ein Ziel! Boah! Enter the Tekken! Yay, wir sind NPCs! Yay! Ja, aber so richtig NPCige NPCs. Mein Leben hat keine Bedeutung. Oh, here we go! Das finde ich super cool, dass es hier ein Tournament Bracket gibt. Und dennoch kennt ihr die Regeln nicht gut genug, um zu wissen, dass er keine Metallhandschuhe tragen darf im Boxen! Also hier haben wir auf jeden Fall die Announcerin. Wie heißt sie nochmal? Du hattest den Namen? Lenny Hart heißt sie. Sie ist bei einer Mixed Martial Arts Promotion ist sie ganz prägnant, die Ringsprecherin. Und Fun Fact, sie war die Voice Actress von Anna Williams für bis Tekken 5. Oh, cool. Danach nicht, danach hat jemand anders. Oh, ja. Dein. Chose hier weiter. Oh, das ist ja cool. Kannst du einen von den beiden? King besser als Steve. Hier, please. Dankeschön. Ich habe gar keine Ahnung von beiden. Das ist aber super. Das finde ich ein schönes, ja, schönes Ding. Schade, dass sie die Standardsprecherin ist. Was nee, das würde ich zu viel finden. Findest du? Ja, das wäre zu viel. Ich will, dass sie sagt, get ready for the next battle. Ich möchte so gern Rolling Death Cradle machen. Fuck. Erkannt. Wieder hier noch so eigene Dialoge drin. Oh, nice. Denied. Die auf dem Zehnchen. Oh, Goddammit. Knapp. Nein. Nee, es war nicht knapp. Ah. Mich hätte jetzt aber auch nicht überrascht, wenn es trotzdem weitergegangen wäre, weil das ist ja eigentlich irrelevant, wer hier gewinnt. Nein. Oh, guter Sidestep. Ja, super. Komm schon. Okay, es steht ja auch auf schnell. Ist ja auch eigentlich gemein. Jesus. Ich weiß noch nicht, was du dir dabei gedacht hast, ehrlich gesagt. Nee, ich habe halt die Arcade Quest durchgespielt und die war bis zum Ende hin super easy. Ich kann hier nicht einen fucking Wurf bei ihm anbringen. Ja, du spielst jetzt auch noch zusätzlich mit... Ja, Jesus fuck! ...einer Steuerung, die du nicht gewohnt bist. Das auch, ja. Aber, ja gut, die Arcade Quest. Also ich finde nicht, dass die Arcade Quest sehr indikativ
hierfür ist, weil die Arcade-Quest ist Tutorial. Wortwörtlich. Ja, das ist halt weird. Zum Schluss die Charaktere da machen halt wirklich, also die, die stylen richtig an dir rum. Die jungeln nicht eine ganze Zeit, aber deren Verteidigung ist die ganze Zeit super schlimm. Jesus! Ich möchte so gerne Rolling Death Cradle Bane machen, aber der kann. Das reicht nie, oder? Nee. Aber es ist ein Anfang. Oh! Aber sehr viel Schaden gemacht, holy shit. Schön, dass er ein Mikrofon hat, um sein Brüllen. Ja, aber das ist jetzt Rapid Fire offenbar, ne? Also, Hoppings gegen Kuma? Kannst du ein Beispiel? Ich frage mich jetzt halt, können wir jetzt wieder wählen? Ja, wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, dass das jetzt Struktur ist, die sich durchsetzt. Also, kannst du? Willst du einen von beiden? Sure. Ich kann keinen von beiden. Okay. Aber ich will Kuma spielen. You can't play Akuma, but you can't play Akuma. Paul Phoenix spiele ich in dem Design nicht. Ich weigere mich. Ich meine, eins seiner alternativen Outfits hat das Oldschool her. Yep. Und das ist eine Customization. Lass dir Zeit, Kuma. Thank you, fucking time. Es ist halt auch so schön, dass der Bärcharakter einfach Kuma heißt. He's so excited. 280 cm, 360 Kilo. Just saying. So, ich presse jetzt einfach random Buttons, ne? Oh, nee, ich war vor ein paar Tagen schockiert, als ich King ein bisschen im Practice-Modus hatte. Die haben seine Kettenwürfe so viel leichter gemacht im Spiel. Ja? So viel leichter. Also, das ist auch eine Sache, die man häufiger an manchen Stellen von Tekken 8 sieht, dass gewisse Inputs, also die Input-Barrier wurde sehr verringert und viele Sachen sind sehr viel zugänglicher, sehr viel leichter geworden. Das ist dein Ding. Okay. Dragunov. Naja, okay. Und Kings Kettenwürfe, also vor allem auch der mit Rolling Death Cradle und so, sind so viel leichter. Vorher war meine Quote, okay, den hinzukriegen, vielleicht bei 60%, jetzt kriege ich den in über 9 von 10 Fällen. Also das ist überhaupt kein Problem mehr. Shaheen. Ist so ein Charakter, wenn er schon mehrfach vorkommt, könnte man ihm vielleicht mal eine Persönlichkeit geben. Ja, aber sie haben auch Brian von Anfang bis Ende weiter geschleppt, also. Ja, Brian hat eine Persönlichkeit, evil. Aber... Shaheen ist Toast. Aber ich finde Brian so langweilig. Das ist so eine langweilige Art von... Ja, ich bin... Ja, er ist psychotisch und das ist langweilig, aber Shaheen ist nicht mal psychotisch. Er ist nichts. Das ist der Punkt. It's very, very stupid. Es gibt so ein paar Charaktere, bei denen ich irgendwie... Claudio auch ist. Fühle ich nicht so richtig. Wie findest du die Iteration von Dragon Ball 4? Ich habe noch nicht viel gespielt, aber sure. K.O. Und ich mag sein Kostüm. Ja. Aber also, Dragon Ball, ich mag Dragon Ball einfach und ich freue mich darauf, ihn mehr zu spielen. Yoshimitsu. Ja, der natürlich gegen Brian kämpft. Das ist auch so ein Ding. Yoshimitsu spielt ja gar keine Rolle jemals in der Story von Tekken. Der ist ja einfach nur immer da. Ja. Und hat dann halt seine Fehde gegen Brian, dem er einmal das Leben gerettet hat. Und danach war Brian immer noch böse. Die Nakama, wie sie rennt. Das ist halt wirklich... Let's cut to the protagonists. Wir müssen ab und zu mal zum Plot cutten, damit du das nicht vergisst. Ja, also Tom ist Yoshimitsu Main. Das heißt, ich will jetzt was sehen. Naja, Main ist übertrieben. Hast du gesehen, wir durften als Jin Leroy verprügeln.
Sie hat hörbar Spaß an der ganzen Sache. Ist aber eine schöne Art, den, wenn du das jetzt direkt als erstes spielst bei Tekken 8, die Charaktere ein bisschen kennenzulernen. Ja. Gewalt in Person. Some people use shotgun, he uses fist. Yoshimitsu ist 67 Kilogramm schwer? Naja, ohne Rüstung vielleicht. Ja, ich wollte gerade sagen. Aber selbst dann hat er immer noch Roboterarme und Cyberimplantate, also. Hast du Yoshi schon ein bisschen gespielt? Ja, am Anfang mal ein bisschen, aber die meiste Zeit habe ich mit. Er hat ein paar sehr coole Schwertmanöver noch dazu bekommen und so. Also da geht einiges. Kann diesen coolen Stream. Ja, ich finde auch seine. Also, ich bin nicht der größte Fan von dem Dämoneneffekt auf seinem Schwert, aber ich bin ein großer Fan davon, wie die Slashes aussehen. Ich finde, die sehen diesmal sehr. Die haben sehr viel. That's a spicy meatball. Da ist sehr viel. sehr viel Spaß dran. Viel kann man ja nicht machen in so einer Runde. Sure. Ich nehme deinen Generator gerne an mich. Ich weiß nicht, ob das die richtige Übersetzung war. Lily und Azucena. Das ist das, was Brian bei sich trägt, um seine Waffe zu benutzen, oder? Ich meine, er ist ein Cyborg. So ein von dem. Sie hat auch mit ihrer Heimatstadt nicht zu verraten. Trotzdem weiß jeder, wer sie ist. Also, wenn du willst, ja, wenn nicht, dann nicht. Lily war Monogasse? Genau. Ja. Und hast du die Szene? Musik ist aus Kaffeeland. Oh mein Gott, ey. She's so fucking annoying. Ich find sie schlimmer, als ich Chloe jemals fand. Ich hasse also Zähler so sehr. Let's fucking go. Ich hab sie noch nicht einmal gespielt. Sie hat ein alternatives Outfit, wo sie fast nackt ist. Wo sie nur ein ganz kleines Bikini anhat. Sie hat aber auch eins, wo sie so einen Hip-Hop-Drip hat und das sieht sehr cool aus. Das sieht cool aus, ja. Oh, what the fuck? Ihr Matterhorn ist nach unten 3 und 4, also. Ah, beide Kick-Buttons. Schon? Also, gleichzeitig. Da. Just saying. Yeah, yeah. Ein Schlachtfest. Yeah, yeah. Sieht genauso stümperhaft aus, wie es sich anfühlt. Oh no. What? Whoa, what happened? No! Okay. Ach so, ja. Sorry. Deswegen habe ich dir was Falsches gesagt. Lily. Ich dachte, du bist Lily. Ach so. Du bist Azucena, sorry. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie Azucena kennt. Ich kenne halt die Move-Namen überhaupt nicht von den Charakteren, deswegen. Ja, aber beim Matterhorn dachte ich vielleicht, aber wie auch immer. What fucking aber. Jedenfalls, ja, sorry, vergiss, was ich gesagt habe. Also okay, ich habe keine Ahnung, wie Azucena funktioniert. Null. Da sind wir ja schon zwei. Ich habe zwar auch von ihr, wie von allen, die Sample-Combos durchgespielt. Aber. Sind die jetzt nicht parat auf Abruf, Leo? Überraschenderweise nicht, nein. Aber dann. Was ich, eine Sache, die ich auch, ich habe ja vorhin gesagt, sie haben viel. Nope. Viel, nice. Viel Execution Barrier rausgenommen und viele Sachen haben sie auch vereinheitlicht und das finde ich sehr, sehr cool. Nicht nur sind die Rage Arts alle mit demselben Input, sondern zum Beispiel auch jeder Charakter, also manche Charaktere in Tekken 8 ganz allgemein und auch in Tekken eigentlich schon vorher, haben zusätzlich zu ihren Standardwürfen noch mindestens einen zusätzlichen Wurf, der anders gebreakt werden muss, aus dem man anders raustechen muss. Mhm. Und früher war der Input dafür all over the place. Zweimal nach hinten und beide Punchknöpfe, einmal nach vorne und beide Punchknöpfe und so, ist jetzt alles vereinheitlicht worden. Das ist bei jedem Charakter, der es hat, up, forward, beide Punchknöpfe. Und dann, wenn sie dann noch einen Wurf haben, dann ist es down, forward, 2 und 3.
Und danach wird's konfus. Aber das sind so. Ja. So. Finde ich gut, dass sie das vereinheitlicht haben. Ja. Du nimmst einen neuen Charakter in die Hand, du weißt es sofort und du merkst es dir auch viel besser. Schön, dass das selbst in den Untertiteln ist. Du hast nicht gesagt, der Grandmaster of Drift. Leute finden Leroy super stylisch. Ich finde, er sieht einfach aus wie ein Pimp. And I don't like it. Ich finde ihn ganz cool, aber gespielt hat ihn noch gar nicht. I knew I'd meet you someday. I'm not a fan. Wanted to thank you for standing up to Kazuya Mishima in New York. Du weißt schon, nachdem er das Gebäude eingerissen hat. Wir werden sehen, wie stark du wirklich bist. If you can snatch the pebble from my hand. Strength means nothing. Show it to me. Glaub mir, ich kämpfe mit einem Stock und meinem Hund. Show me your heart. Meint das wirklich? Er nimmt es uns jetzt so. Fatality. Leroy Smith wins. Mach ihn platt. Nein, fertig, die Sau. Trying. Du weißt, wenn er diese Hermit Stance macht, wo er den Fuß so hebt, darfst du ihn nicht low angreifen. Natürlich weiß ich das. Diese Stance, wenn er die auch nicht low angreifen. Da auto-parried. Los. In der Stance. Aua. Das muss doch nicht sein. Oh, wow. Wie er auch keinen Juggle danach macht. Das ist mal ein Bounce. So viel zur schweren KI. Diese cinematischen Momente in den Kämpfen sind irgendwie cool. Ja. Dass sie auch sich miteinander unterhalten. Nein, komm. Nein, nein. Beschwör Bahamut. Bin okay, ich tot? Okay. Bisschen Overkill, oder? Ja, aber... Cinematic. Ich brauche einen Armor-Move. Fuck it, Rainbow. That was overkill. Ich find's sehr schön. Er ist unbeeindruckt. Ich find's sehr schön, dass Leroy einen Hund namens Sugar hat und Lily eine Katze namens Salt. Ja, das ist cute. Das ist sehr süß. Ich meine, Salt ist eine Sache, die Tekken-Spieler sehr gut kennen. Und beide sind hideous. Who hurt you? Trotzdem nicht reichen. Gegen die KI funktioniert das. Gegen die KI funktioniert das sehr oft, ja. Obwohl, es macht immer sehr viel mehr Damage, als ich es gewohnt bin. Aber es reicht noch nicht. Nein, ich hab... Ja. Okay. Nevermind, er hat genau das gleiche bei mir gemacht. Bin auch eine KI. Jin Kazama is dead. Oh nee, soll das was sein? Könnte sein? Ja, wahrscheinlich, weil wahrscheinlich gescriptet. Ja. Cool. Das ist ja gemein. Oh, I'm going to kill. Jin Kazama, believe in your heart and let go of your fear. You can do it. Warum ist jetzt Leroy Smith plötzlich der Mentor? Oh, ich glaube an mein Herz. Drücke X, um an dein Herz zu glauben. Yes. That's fucking stupid. I love it. Ich kann die ja immer noch nicht. Ich glaube an das Herz der Kartenkönigin? Erstmal muss er an dein Herz glauben und dann sehen wir weiter. Ja, ich merke schon. Krieg immer noch ganz schön aufs Maul. Swamp. Au.
eine Minikombo. Oh. Never mind then. Ich dachte jetzt. Jetzt kommt schon ein Awakening. Nice. Einfach mit deinem Fuß durch seinen Brustkorb durch. Reicht auch. Das ist ein alter Mann, Jin. Bist du bescheuert? Ein alter blinder Mann, was hast du getan? Er weiß nicht, was er immer ist. You beat me with your heart. Das ist ja super. Glaub man das jetzt? Bestes Quicktime-Event seit Ace Combat. Hebt die Faust. Well, that sucked. Ich finde das so lustig, dass ihr das macht. Er könnte einfach sagen, oh fuck it. Was gehört jetzt alle mir? Vor allem, seit warum? War Kazuya schon immer irgendwie Sozialdarwinist oder so? Oder ist das neu? Ich weiß nicht, woher und was er möchte. Oh, wird das Publikum geerntet? Oh ja. Hä? Ist jetzt wie in Parasite Eve, die werden jetzt eingeschmolzen zu so einer Art Biomasse. Do you see your past sins in Kazuya Mishima? Now answer me. Who are you? Ureva. Kazama Jinja. Deep. If you know your enemy and yourself, you'll never be in danger. Looking back on the past, glaube ich jemandem, der sich so kleidet wie ich. Old men. Believe in yourself and look to the future. Faust gebrochen. Ihr seid zu spät, das ganze Turnier ist vorbei. Stimmt nicht. Stando al futuro che hai visto, succederà qualcosa di grosso. If we don't act now, Jin Kazama, the light of the red star may never return. The light of the red star. Oh oh. What is happening? This is Azazel speaking? I don't know. Appelez-moi Victor. Je n'aime pas mon nom de code. Oh nonsense. En avant. Protégeons la dignité de l'humanité. Was hingegen kein Kinderkram ist, ist mein Nachname, Chevalier. Was sein Nachname ist, der in Tekken schon mal benutzt wurde, aber für Miguel und in Spanisch. Der ist nämlich Caballero. Das ist ja lustig. Das ist, den Tekken-Machern fällt wirklich nichts ein. Sie gucken immer nur, was ist der beliebteste Nachname irgendwo. Und jetzt haben sie aus Versehen zweimal Knight erwischt. Wenn sie jetzt nochmal einen englischen Charakter namens Knight reinbringen, dann haben sie einen Hattrick. Oder sie stellen es irgendwann fest und dann retconnen sie, dass Miguel und Victor Verwandte sind. Da haben wir wieder diese... Ja. Oh boy! Wow. Here I am! Einfach Man-Drop auf Safina. Okay. Okay. Dämonenbeschwörung. Ist das schon das Finale des Spiels? What? Das ist doch weird. Ja, so kommen wir auf jeden Fall zu Azazel zurück, aber. What's the show you? What the fuck are you and Panda doing here? Iwa! Ige otokke den goya? Kazama, return to the point of origin. In the place this all began,
You must overcome great difficulty. Nach Ägypten? That will show you. Hör mal, wenn das Schicksal der Welt davon abhängt und du vielleicht nur noch Sekunden zu leben hast, dann sprich bitte nicht in Rätseln. Sag mir einfach, wohin es ist. You will be a shining star of hope. Stirbt sie gerade? Was soll das? Everyone. Safina-san, schnell schnell! Tu as mentionné Yakushima. Du hast jetzt random Safina gekillt? Si tu t'y rends, je vais faire préparer le Jet. Vielleicht ist sie nur ohnmächtig, ich weiß es nicht, aber es war schon sehr Todes-Monolog-mäßig. Ja, aber so richtig bestürzt ist gerade keiner. Nee. Weil sie auch nicht so. Na, Lilly sowieso nicht, aber zu Lilly passt das auch. Ja. Ich komme nach, wenn ich Safina beerdigt habe. Per il mondo. Per coloro che ami. Ja, ich glaube, dass. Ich glaube, die Leute würden mehr reagieren, wenn sie gestorben wäre. Ich glaube, sie ist einfach nur ohnmächtig geworden. Wie Victor jetzt auch einfach dabei ist. So. Why would you do that? Also, Azazel könnte es nicht auch für ihn schlecht sein? Also, Azazel ist ja quasi das konzentrierte, der konzentrierte Hass der Menschen, das sieht oder? Super geil aus gerade. Holy shit. Well, here we go again. There he is. Ah, el pollo diablo. Also es ist quasi der Kriegswille und das konzentrierte Böse der Menschen. Ja, ne? Ich glaube schon. Oder zumindest irgendwas so in die Richtung, wie sie sich gerade gedacht hat, das wird lustig. Lästiger Dinge. Was hast du denn? Ich bin auf meinen Händen. Are they coming on to each other? Ja. Flirty Banter? Ich will dich in mir, nein, ich will dich in aber mir. Aber es ist wirklich auch fast gleich, der gleiche Chor wie in Tekken 6. Kazuya. Spielst du mit Kazuya? No, ich will nicht gegen Azazel kämpfen. Soll ich? Ja. Ich hab Angst vor dem. I don't. Nimm dies, nimm dies. Wie der dich schon wieder blockt. Don't care. Ich hoffe, sie haben ihn nicht so unfair gemacht wie in 6. Wirkt auch ein bisschen kleiner als in 6, aber ich glaube, es liegt gerade an der Kamera. Krieg nicht mal den Electric Wind Godfist hin. So bestimmt wieder ein Okabe-Track, der hier in der Runde läuft. Keine Ahnung, was das bedeutet. Keiji Okabe, der Nier-Komponist. Weil das extrem klingt wie Nier-Musik. Schon in Tekken 6. Und Okabe ist ja langjähriger Tekken-Komponist. Not gonna sugarcoat it. Kriegst du auch kein Electric Wind Godfist hin? Ja, also, mach aber das weiter, was du gerade tust. Das funktioniert sehr gut. Also er ist zum Glück nicht so unfair wie in Tekken 6, das ist ja schon mal gut zu wissen. Ach, in 6 ist er genauso leicht. Das ist gar nicht leicht. Oh, das ist aber... Er kann schon die gleichen Moves. Nice, Leo. I'm not even gonna try. Du hast wirklich diesen Down Forward 2. Der ist wirklich gut. Das ist ein bisschen weniger shiny als im sechsten Teil. Jetzt fängt auch ein bisschen an zu leuchten. Storm. Nice. Fuck off. Macht doch scheinbar nicht mehr diesen lästigen Teleport, wenn er zu Boden geht. Was auch immer gerade passiert. Was waren das, 80%? Das war eine Menge. Hätte man da sidesteppen sollen? Was hätte man da machen? I don't know. Chine. Ja, Leo. Also, sie hat noch Heat. Das macht mich ein bisschen nervös, aber... Nix. Jetzt ein paar Prozent kommen wir runter. Kann man Azazel irgendwie spielen? Wahrscheinlich nicht, wahr? Das ist mein Main.
als er sie hielt. Come on, you can do it! Jawohl! Yes! Guck mal. Er hat dich quasi nur einmal getroffen, dafür dann gleich richtig. I am Kazuya Mishima, I am fucking OP! Ich reiß dir jetzt den Schwanz ab. So long, Gay Bowser! Das ist einfach Super Mario 64. Alter, Azazel muss ich ja auch denken, ist gerade wieder erweckt worden. Das war eine kurze Wiedererweckung. Ja. Alter, ich habe doch nicht die letzten Jahre in einem Arm verbracht, um jetzt getötet zu werden. Um so hart aufs Maul zu bekommen, dass ich sofort wieder weg bin. Nee, jetzt kriegen wir wahrscheinlich einfach Devilform 2.0, ja. Ja. Oh nein, oh no. Jetzt sieht er ja wirklich fast so aus wie in Blood Vengeance. Ja, I don't like these designs. Nee, das ist so ein bisschen over. Ich meine, das hier ist besser als das in Blood Vengeance, aber es ist trotzdem nicht schön. Here you go. Jin Kazama. La tua forza non basta per sconfiggere quel demone. Du sagst. Ascoltami. Devi seguire le parole di Zafina. Du weißt schon, Zafina, bevor sie gestoppt ist. Jin, お前にはお前だけがなせることがある。君はもう一人じゃない。我々にも花を持たせてくれたまえ。Ich hätte mir Zafina einfach nicht mitnehmen sollen. Schön, dass du dabei bist, Asuka. War schön, dich im Hintergrund zu sehen. Ja, bye, bye. Ja. Bist du nicht Jins Schwester? Ach, das spielt keine Rolle. Sie hat nicht mal korrigiert. Sie hat nicht mal gesagt, nein, bin ich nicht. Ich finde sehr lustig, dass sie sein Excellent gerade mit hervorragend übersetzt haben und nicht einfach Excellent geschrieben haben. Ja. Ja. Oh, what the fuck? Da fallen uns direkt die Holy Büchsen von der Couch. Also ich möchte nochmal betonen, Asuka ist nicht Jins Schwester. Aber das machen wir mal. Was war denn ihre Verwandtschaft? Cousine, okay. Sorry. Ich glaube, weil Horong das vorhin gefragt hatte, ne? Ja, ja. Und sie hat ihn nicht mal korrigiert, wie gesagt. Hi, I'm the Endboss. Er sieht aus wie ein Spielzeug. Sehr toy-attic. Ho ancora un asso nella manica. Vuoi farmi guadagnare tempo? Puis-je compter sur toi? Osserva! Wenn Raik hier wäre, dann würde er mit Claudio einfach den Exos reisen. Rilascio del sigillo! Hättest du, als du Tekken 3 gespielt hast, mal gedacht, dass es hier endet? Nun. Mit Rocket Fist Roboter. Das ist wie Darth Vader am Ende von Jedi Fallen Order. Wupp. Ja. Oh. Aber Nakama hat keine Chance gegen Over Devil Kazuya. True Devil Kazuya. Oh! Mit dem. Sie wirft einfach Alisas Arm! Bonk ins Auge. Gut, vergiss. Können wir Arena spielen? Eigene kleine Arena? Oh. Okay, ja, yeah, I give you that one, aber. Wie gut bist du mit Arena? Ich hab sie noch nicht gespielt. Na dann. Ja, fun. Also sie ist ein Mishima, ne? Das bringt mir nichts. Du hast eine Kombo-String, die ist einfach nur 2-2-2-2. Alter, wie weit denn noch zurück? Aber schön, dass er jetzt wirklich einen Azazel-Move hat. Ein? Ja. Hunderte. Und du müsstest einen generischen Uppercut haben mit Down Forward 2? Der wenn du ihn nicht uppercuttet. Ja, jedenfalls nicht in dem Fall, aber ich glaube, das lag gerade so geduckt. Oh. Bam, bam. Immer noch ein sehr cooler Rater. Ja. Oh! Okay. Das ist ja lustig, dass das dann direkt reicht. Nur den Press. Mishima-ryu dato. Izure ni seyo. Ore ni wa tsujin.
witzigerweise auch ein Assassin-Move. Diese Untertitel können niemals stimmen. Never ever. Ja, du kannst jetzt schon Red Dot machen, oder? Okay. True Devil Kazuya. Und ja, okay. Vielleicht der coolste. Ja, es ist super cool. Coolste Heat Smash. Und du kannst ihn nochmal, wenn du möchtest. Ja, stimmt. Danke für den Hinweis. Schaut's voll. Oh, ist er ein Protoss? Oh, das ist Gottverdammt nochmal JP. Well, she's dead. Also ist die Sabina gezählt. Goddammit. Sie ist totgelasert. Kommt Jin dazwischen? Ich kann das gerade, als hätte jemand eine Vase fallen lassen. Alles okay, Freunde? Das ist ein Act. Du verdammter Schreck. Die Anziani. Non dovrebbero essere così insistenti. Es sind wirklich sehr komisch übersetzte Zeilen hier. Wirkt sehr unnatürlich. Keine Sorge, ich hab Kazuya mit einem Minority Report Interface umgeben. Das war ein großer Fall. Damn. Aua! Damn! Ningen Huseiga. Kozakashima Neu. Müsst ihr alle sterben? Tja, war ein Versuch wert, ne? Sore Shao Claudio-san wa. Io. Ho provato a usarti. Ma. Questa. È la mia punizione. Ormai sono pronto da molto tempo. Muss er sich selber dafür opfern? Tuttavia, non mi sacrificherò in vano. Kommt wieder zurück. Ja. Der Bumerang von Kefalos. Jin Kazama. Adesso tocca a te. Fatality! Sterben hier irgendwie mehrere Charaktere in der Story? Ja, es ist Tekken, niemand stirbt, außer Heihachi Mishima. Ja, und selbst der scheinbar nicht richtig. Ist ja cool, wenn jetzt die Kristalle langsam wegbröckeln würden. Das hat ja nix gemacht. Oder hat er jetzt einen Debuff? Ja, seine Schulter brennt ein bisschen. Oh, ja, scheinbar ist das auch infiziert. Die Schulter, meine einzige Schwachstelle. Woher wusste er das? Okay, Klippo. Bye. Kurze Auszeit. Und nur zwei von uns sind gestorben. Und von Claudio fehlt jede Spur. Nur einer von uns ist vaporisiert worden.